Ein fröhliches Hallöchen zurück und herzlich willkommen bei Ninja Gaiden. Ich habe in der letzten Folge glatt die Uhrzeit vergessen, das war ja echt Knallauffall. So, jetzt werde ich mal meine Jacke ausziehen. Ich komme gerade von draußen und dachte, ich spiele direkt mal weiter. Hier drin ist so warm. Und schauen wir einfach mal, was das für ein komischer Gegner ist, der uns erwartet. Oh mein Gott, ich habe Angst. Es ist Duke. Es gibt's ja nicht. Was tut denn der hier in diesem Spiel? Ich glaube, der hat sich ein bisschen verirrt. Oh nein, und sein kleiner Gnom. Gibt mich voll ein hier. Das gibt's ja nicht. Oh, das hätte ich jetzt eigentlich nicht gebraucht. Nuke. Wie ich früher mal gesagt habe. Nuke. Was macht der eigentlich hier? Der hat sich im Spiel geirrt. Es ist unglaublich. Was macht der kleine Wicht hier? Oh Mann, Junge, ey. Okay. Bang. Da müssen wir ihn eben abknallen, ne? So, jetzt haben wir keine Schüsse mehr. Oh mein Gott. Und er wirft seinen kleinen, gnomartigen Freund in die Luft. Oh nein. Wird er uns kriegen? Oh mein Gott. Und warum ist er plötzlich böse? War er nicht sonst immer der Gute? Fragen! Lass mich los, du kleiner Pisser! Oh, aber der Schnellste ist er nicht gerade. Oh, du bist böse! Oh, so böse, Mann! Hey, verpiss dich! Ich weiß genau, ich vermiss dich! Jetzt stirb doch endlich, Menschenskinder normale! Oh, der nervt, der Kleine. Seht ihr den? Oh, der hängt mir voll am Bein. So eine Klette aber auch. Ja, wir haben ihn. Uli. Ich muss mir jetzt eine dramatische Pose noch aussuchen. Uli. Ja. Na toll. Das war jetzt nicht dramatisch, Mann. Original, oder? Was macht er in diesem Spiel? Es ist unglaublich. Aber wir haben ihn versäbelt. Es wird keinen weiteren Teil geben. Haha. Okay, Stage 3. Okay, die Musik wird immer cooler. Der typische Gameboy Rock Sound. Einfach geil. So, dann sacken wir mal ein, was wir einsacken können. Und diese spinnenartige Wesen. Und der Typ ist so doof. Der rennt mit einer Waffe auf dem Rücken durch die Gegend und schießt nicht, ne? Toll, das sieht... Au! Okay, das war auch doof von mir. Ich geb's zu, das war echt sackdoof. Na, egal. Und da ist schon wieder so einer. Kommt der zurück? Werden wir ihn jemals wiedersehen? Hi! Bumm! Gesichtsmaniküre kurz mal gemacht mit dem. Und da hängen wir rum. Bang! Aha! Oh ne, das mache ich jetzt nicht. So, mal gucken. Wow, okay, das haben wir geschafft. Das ist doch super. So ein blöder Soldat. Bang, und hinauf mit uns. Wupp. Oh mein Gott. Dem habe ich mal kurz die Eier poliert. Bang. Hey, Kumpel. Bang. Also das Spiel ist ziemlich cool. Ich kann es jedem empfehlen. Aber es wird noch viel schwerer. Wenn nicht schon jetzt bald in dieser Episode. Der Typ schießt auf uns. Was ist eigentlich ein Vogelroboter oder sowas in der Art? Wow, ne. Wow. Also den muss ich mal kurz von möbeln, ja? So geht es ja nicht. Bang. Und bang und yo, man. Okay, kommen wir. So. Und ein Kran. Irgendwie gibt es in jedem Ninja Gaiden Teil irgendwie so einen Kran, oder? Der einen katapultiert, ist ein blödes Wort. Ja. Der einen nach oben bringt. Weiß ich jetzt nicht. Ich kenne nur den NES Teil und den habe ich auch nicht selber gespielt, sondern zugeguckt. Beim Spielen mal und ja, kann auch sein, dass ich total falsche Erinnerungen habe. Liegt ja bei mir immer drin. Jo, und hinauf geht's. So, was wird uns erwarten?
Was wird passieren? Tada. Oh mein Gott, Flammen. Böse Flammen. Diesmal muss ich auch ein bisschen besser auf die Uhrzeit aufpassen. Oh. Bang. Bang. Weil die habe ich ja total aus dem Blickfeld verloren beim letzten Mal aufnehmen. Ah, es sind ja erst 5 Minuten rum, ne? Beschießt du uns nur aus Spaß an der Freude. Wir warten doch direkt, dass du kommst. Und mein super Schwert fühlst, mein Ninja-Schwert. Allein. Jetzt kommt die größte Verarsche. Das sollte man nicht nehmen, obwohl es ein Leben ist. Sonst blüht einem hier spätestens der Tod. So, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber okay. Und uns erwartet ein ganz böser Boss. Na, wo bin ich denn? Wow. Hey, der hat uns fast erwischt. Ja, wo bin ich denn? Ja, suche ich. Es ist Mr. Bison aus Street Fighter. Wow, das war knapp. Der hat uns fast in den Arsch geschossen. Hinauf. Ja, wo bin ich? Such mich. Oh, nein, der hat uns in den Arsch geschissen, das... Geschissen in den Arsch geschissen. Geschossen, meine ich natürlich. So, hinauf geht's. Ah, wo bin ich? Such mich, kleiner Wicht. Oh. Dafür bearbeite ich hier die ganze Zeit seine Weichteile und er fliegt nicht tot um. Der Typ ist verhext. So, wir seilen uns ab. Bang. Wow, hier hoch. So. Na, wo bin ich? Wo ist er denn hin, ey? Oh, die kann ja fliegen. Nein, ich fliege nicht. Ich bin hier oben. Such den Ninja. Wow, super Sache. Na, wo ist der Ninja? Wir werden ihn jetzt mal ein bisschen beschießen. Oh, du kannst da echt toll schießen. Der ist so beschränkt, oder? Der braucht doch eigentlich braucht er doch nur mal ein bisschen besser zielen und schon hat er mich. Hätte er mich. Man beachte den Konjunktiv. Na, wo ist der Ninja? Wo bin ich? So, das ist doch ein geiler Abgang her, wenn ich mich hier noch ein bisschen auslasse. Jo, Mr. Bison ist Geschichte. Auch du wirst in keinem Videospiel mehr vorkommen, weil ich dich versäbelt habe. Und geklärt die Stage 3. Das Ding hat nicht mehr wie 4 Stages. Das heißt, es naht das Grand Finale. Er kommt. Meine lieben Clown fliegen. Oh nein, ein Ninja an der Decke. Hey, nur ich gern die Decke immer, ne? Okay, wirf die Sternchen. Es ist mir kackegal. Und da auch nochmal einer. Na? Du triffst mich nicht, Halunke. Oh, es tröpfelt von oben. Oh, na super. Jetzt habe ich mich mal wieder verdrückt. Ja, triff halt, Kumpel. Oh, oh nein. Oh, ne, das gibt's nicht hier. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen, weil... Sprach's und latschte direkt in die Tropfen hinein. Es ist fabelhaft. Na, super. Na, toll. Es gibt übrigens, wenn wir schon am Losen sind, es gibt unendlich Continuous, aber man fängt halt bei jeder Stage neu an. Also hier neu an, dann praktisch, wenn man verliert... Darf man den ganzen Abschnitt nochmal machen? Zur Strafe. Na? Na? Da gibt es auch einen leichten Rückstoß, wenn ich den nicht treffe. Ah, stopp doch jetzt. So. Bang. Oh, noch ein Ninja. Nein! Power-Yuken! Oh. Bang. So. Na, stopp doch. Oh nein, das ist meine absolute Hasspassage. Ihr werdet gleich sehen, warum. Man muss sich schützen vor den Laser...
Typen und das ist nicht so einfach. Also oftmals nicht so einfach. Oh, schaffe ich es noch? Oh, gerade noch. Yo. Das war mehr Glück als Verstand. Na komm. Und wie schaffe ich den Abschnitt noch? Das wäre von Vorteil. Na? So, ich hoffe mal, ich schaffe das jetzt noch. So. Und? Und? Yo. So, und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Episode. Bye, bye. Ciao, ciao. Und? Adiamos. Bleibt mir gewogen. Hallo.